So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream in dieser Woche. Wir werden heute wieder ein bisschen gemeinsam programmieren und zwar an der Android-App, an diesem Soundboard, das wir in der letzten Woche relativ ausführlich geplant haben. Ich hoffe, Sie können mich hören und Sie können mich sehen und alle technischen Voraussetzungen sind da. Wenn Sie wollen, wie immer, schreiben Sie kurz was in den Chat rein. Wenn Ihnen während unserer Sitzung irgendwas Interessantes einfällt oder Sie Fragen haben, posten Sie einfach in den Chat. Ich habe das im Blick und ich werde dann auch versuchen, auf alles einzugehen, was Sie so im Chat posten. Um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was wir in der letzten Woche gemacht haben, beziehungsweise was jetzt die Ausgangsbedingung ist, würde ich vorschlagen, dass wir nochmal ganz kurz einen Blick auf die Folien werfen. Dazu bereite ich das mal ganz kurz vor. Und Sie können natürlich, wenn Sie möchten, über den Link, den ich im Chat schon gepostet habe, gerne auch in der Zeit schon mal das Starterpaket herunterladen. Und dann mit dem Starterpaket zusammen und mir gleich in die Umsetzung starten. Aber wir fangen damit an, dass wir zuallererst, ich muss jetzt ganz kurz umschalten, dass wir zuallererst einen kleinen Blick auf das werfen, was wir in der letzten Woche geplant haben. Wir haben ja diese Sound Machine in das Auge genommen, beziehungsweise das ist unser Plan, sowas zu entwickeln. Eine kleine Android-App, die es den Nutzern und Nutzerinnen erlaubt, Sounds auszuwählen aus einer Reihe vorgegebener Audiodateien und die dann abspielen, um die dann zu spielen. Wir haben uns in Form von dieser User Story oder User Stories ein bisschen was überlegt, wie wir die Interaktion der Nutzer und Nutzerinnen beschreiben können. Wir haben notiert, dass wir möchten, dass es dass unsere Nutzer und Nutzerinnen so eine Übersicht sehen möchten über die Sounds, die in der App angeboten werden, dass sich ein Sound durch die Auswahl des entsprechenden Buttons aktivieren und auch wieder deaktivieren kann. Also das ist so die relativ überschaubare Funktionalität unserer Anwendung. Und dann haben wir uns ein relativ kompliziertes Software-Design überlegt, beziehungsweise ich habe das präsentiert. Und das würde ich dann gerne auch heute versuchen, Schritt für Schritt mit Ihnen umzusetzen. Ganz kurz zusammengefasst, wir haben so drei größere Bereiche oder zwei größere Bereiche, die dann durch die Activity miteinander verbunden werden. Wir haben auf der einen Seite die verschiedenen Klassen und Interfaces, die die Sounds in unserer Anwendung verwalten und abbilden. Offensichtlich ist es so, dass wenn wir so eine Sound Machine bauen möchten, wahrscheinlich Geräusche, Audiodateien, Sounds eine große Rolle spielen und die in irgendeiner Art und Weise auch den Zustand dieser Sounds gut abzubilden, ist sicherlich eine wichtige Aufgabe. Und wir bauen das Ganze um eine Soundklasse drumherum auf. Ich habe mich jetzt bei dem Design dafür entschieden, dass jede Audiodatei, die durch diese Soundklasse repräsentiert wird, dann auch einen eigenen Media Player haben wird. Das heißt, da verwenden wir nicht immer die gleiche Komponente, um mehrere Sounds abzuspielen, sondern jeder Sound hat in sich die API-Framework-Komponente oder SDK-Komponente, die das Abspielen von diesen Sounds erlaubt. Der Sound Manager kümmert sich darum, dass diese Sounds überhaupt initialisiert werden und dass die abgespielt werden können, ist also das Bindeglied zwischen der Activity als zentralen Punkt unserer Anwendung und diesen Sounds. Und die kurz technische Probleme checken, nein. Und die restlichen Klassen, die Sie auf dieser linken Seite sehen, auf dieser Seite von dem Soundbereich, die dienen dazu, auf der einen Seite bei den Sound Assets zum Beispiel erstmal einen Überblick darüber zu gewinnen bzw. zu strukturieren, was es so für Sounds als Rohdaten tatsächlich gibt. Das ist auch das Erste, was wir gleich implementieren werden. Und dann auf der Seite von dem Sound Proxy und dem Sound State geht es darum, den Zustand eines Sounds oder eines Soundobjektes innerhalb der Anwendung zu repräsentieren und zu kommunizieren. Sound State dient dazu, überhaupt erstmal zu sagen, dass so ein
Sound vielleicht gerade abgespielt wird oder dass er am Anfang, wenn die Anwendung startet, noch geladen wird. Und Sound Proxy kombiniert dann den Zustand eines Sounds, dessen ID und dessen Titel, also eine Momentaufnahme von dem internen Zustand dieses Objektes, und das transportieren wir dann innerhalb unserer Anwendung, zum Beispiel in das User Interface, das ist der Teil ganz rechts, auf dem dann oder in dem dann der Zustand dieser Anwendung, das heißt die Menge der Sounds, die zur Verfügung stehen und deren aktueller Abspielzustand dann abgebildet werden. Dazu haben wir einen Adapter, der einen Recycler-View bedient, und um die einzelnen Elemente darzustellen, gibt es dann einen View-Holder, oder der von diesem Adapter genutzt wird, um dann in einem ersten Schritt die einzelnen Buttons zu repräsentieren und damit dann eben auch die einzelnen Sounds. Und das habe ich jetzt vor, mit Ihnen gemeinsam umzusetzen. Und dazu würde ich gerne anfangen mit diesem ersten Teil, mit den Sound Assets und den Sounds selber. Das heißt, da geht es erstmal darum, innerhalb meiner Anwendung die Datengrundlage zu schaffen, dass ich dann auch logisch weiterarbeiten kann. Das heißt, wir werden uns damit beschäftigen, wie wir die verfügbaren Sounds und dann zur Laufzeit die verschiedenen Zustände dieser Sounds abbilden können. Dann kümmere ich mich darum, dass ich einen Zugang für die anderen Anwendungsteile in diesem Bereich schaffe. Das heißt, über den Sound Manager wird es dann eine Möglichkeit geben, auf diese Sounds zuzugreifen, einzelne Sounds auszuwählen und die gegebenenfalls dann eben auch abzuspielen. Die Activity müssen wir dann anschauen, weil die das Bindeglied zwischen der dann implementierten Soundkomponente und dem User Interface bildet. Und das implementieren wir ganz am Ende, indem wir dann versuchen, zuerst den View Holder, also die Repräsentation eines einzelnen Buttons, umzusetzen. Und wenn wir den haben, können wir auf dessen Basis dann den Adapter implementieren. Und an ganz, ganz vielen Stellen, jetzt nur exemplarisch mal diesen Sound Button Listener genannt, müssen wir uns dann darum kümmern, dass wir auch entsprechend die Informationen, die bei diesen ganzen unterschiedlichen Komponenten eingehen, wie zum Beispiel der Klick auf einen Button, dann auch entsprechend innerhalb unserer Anwendung kommunizieren können. Und dafür greifen wir dann an ganz, ganz vielen Stellen auf ganz, ganz viele Listener-Interfaces zu und verbinden dann die verschiedenen Komponenten immer als Observer und Observable miteinander. So. So viel als Übersicht, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Ich poste noch einmal den Link zum Starterpaket, falls dann noch mal jemand drauf zugreifen möchte, können Sie das runterladen. Das ist ein ganz normales Android Studio Paket und das dann starten. Und ich würde aber, wenn nichts dagegen spricht, jetzt mal direkt mit dem Implementieren von diesem Anwendungskonzept starten. Ich wechsle mal in mein Android Studio, damit Sie das jetzt sehen. Ich habe hier das Starterpaket schon geladen. Diese eine Activity, die da ist, mit dem User Interface, was ich vorgegeben habe. Der Recycler View ist schon drin, aber entsprechend noch nicht befüllt. Den sehen Sie jetzt hier. Das habe ich im Emulator schon gestartet und ich habe Ihnen letzte Woche schon so einen groben Überblick darüber gegeben, was ich für Sie vorbereitet habe. Wir haben, wie gesagt, eine Activity, Ausgangslage für die restliche Implementierung der Anwendung. Die hat auch ein entsprechendes Layout schon vorgegeben über eine XML-Datei. Für uns am relevantesten wird dann später dieser Recycler-View. Da müssen wir dieses Gitternetz an Buttons tatsächlich implementieren. Für die Buttons selber haben wir eine Layout-Datei vorgegeben, die wir dann später im Viewholder inflaten und auf deren Basis dann die einzelnen Buttons erstellt werden. Zwei Hintergrundgrafiken, die den Button in den unterschiedlichen Zuständen abbilden. Einmal so eine Standardansicht in diesem Rot, Lila, was auch immer das genau für eine Farbe ist, und einmal den gleichen Button in einem Grau. Das wechseln wir, je nachdem, was der konkrete Sound in diesem Netz oder in diesem Grid dann für einen entsprechenden Zustand hat. Wenn er nicht abgespielt wird, wird dieser Hintergrund angezeigt. Wenn der konkrete Sound gerade abgespielt wird, nehmen wir diesen Hintergrund.
Ansonsten habe ich nichts vorbereitet, außer dass sie hier in diesen Ressourcen links, bisschen klein, aber wenn Sie das Starterpaket vor sich haben, können Sie das selber auch reinschauen. Die ganzen Sounds sehen, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MP3-Dateien, die wir benutzen können, um in unserer Soundmaschine diese verschiedenen Geräusche dann abspielbar zu machen. Da fängt auch unsere Implementierung an. Das sind die Audiodateien, die den untersten Kern unserer Anwendung oder unserer Datenschicht bilden. Und was wir jetzt in dem ersten Schritt machen werden, ist, wir werden versuchen, uns Schritt für Schritt so ein bisschen von diesen konkreten Dateien zu lösen und die mit klassischen Java-Klassen und Objekten und wahrscheinlich noch ein paar anderen Strukturen ein bisschen greifbarer zu machen. Also ich möchte am Ende dahin, dass ich ausgehend von diesen MP3-Dateien, die in dem Ressourcenordner liegen und die ich auch innerhalb meiner Anwendung über eine ID, so ähnlich wie bei den Layout-Dateien, referenzieren kann, übergehe zu einer ganz klassischen Java-Klasse, mit der ich dann mit diesen Sounds innerhalb meiner Anwendung interagieren kann. Das Erste, was ich mache, ist, ich würde gerne diesen Datenbestand, also die MP3-Dateien, die ich in meiner Anwendung verwenden möchte, irgendwo in meinem Code festhalten. Und das mache ich, indem ich ein Enum anlege und dieses Enum soll für mich vorgeben, welche Sounds gibt es denn eigentlich. Und meine Idee ist, dass ich in diesem Enum unter anderem diese IDs für diese verschiedenen Rohdaten für diese MP3-Dateien festhalte und dann alles, was in meiner Anwendung passiert, auf diesem Enum aufbaue. Das heißt, sobald die Sounds oder wenn die App startet und diese Sounds initialisiert werden, schauen die bestimmten Komponenten dann in dieses Enum rein, was wir jetzt bauen. Und das müsste für uns zur Folge haben, im besten Fall, dass wenn wir später Sounds austauschen möchten oder Sounds ergänzen möchten, wir das eigentlich immer nur auf der Basis von diesem Enum machen müssen. Also eine neue MP3-Datei hinzufügen, das Enum, was wir jetzt gleich implementieren, erweitern und danach sollten keine weiteren Stellen in unserem Code mehr angegriffen werden oder angeschaut werden müssen, um diesen zusätzlichen Sound zu unterstützen. Also wir bauen uns jetzt Schritt für Schritt von unten diese Strukturen auf, die genau dafür sorgen. Und ich fange mal damit an, dass ich mir ein neues Paket erstelle in meinem Sound Machine Package, das nenne ich Sounds. Und in diesem Sounds Package erstelle ich mir als erstes ein Enum, ein neues. Ich hoffe, Sie können das alles sehen. Ich mache gleich den, ich schließe mir hier alles ein bisschen. Und wenn wir gleich im Code sind, mache ich den auch ein bisschen größer, dass Sie dann im Stream das auch alles gut mitbekommen. Ich erstelle eine neue Java-Klasse, ganz konkret ein Enum. Und das nenne ich jetzt Sound Asset. Und nochmal die Idee von diesem Enum, was wir jetzt erstellen. Und jetzt kann ich auch den Code ein bisschen größer machen. Ist es hier einmal den Datenbestand meiner Anwendung abzubilden. Hier möchte ich einmal auflisten, welche Sounds gibt es denn. Und über dieses Asset oder über dieses Enum mit den Asset-Dateien oder Verweisen referenziere ich dann innerhalb meiner Anwendung immer die eigentlichen Sounds. Und für jeden Sound, der in meiner Anwendung hier festgehalten oder dokumentiert wird, möchte ich zwei Informationen speichern. Also Enum ist eine abgeschlossene Liste an Werten. Das ist die Idee. Wir benutzen das häufig, um so Zustände abzubilden. Machen wir bei den Sounds bestimmt auch später. Sound wird geladen, Sound wird abgespielt, Sound ist bereit, sowas in diese Richtung. Und Sie können Enum auch an ganz vielen anderen Stellen sinnvoll verwenden, wenn Sie so eine geschlossene Menge an Informationen haben, die Sie strukturiert innerhalb Ihrer Anwendung abbilden und nutzen möchten. Und in unserem Fall geht es um Sounds. Und wir speichern für jeden Sound in diesem Enum die ID, also wo liegt die MP3-Datei, beziehungsweise über welche ID ist diese MP3-Datei abrufbar. Und ich würde gerne für jeden Sound auch noch einen Titel abspeichern, also so eine kurze textuelle Beschreibung, damit ich die dann zum Beispiel später im User Interface unter dem Button anzeigen kann, damit die Leute vielleicht irgendwie sehen oder eine Beschreibung haben,
bevor Sie auf den Sound klicken, was Sie da jetzt erwartet. Das sind die beiden Informationen, die ich für jeden Eintrag von diesem Enum festhalten möchte. Und ich fange einfach mal damit an, dass ich mir in meinem Enum dafür zwei öffentliche Final-Variablen erstelle. Die Informationen, die hier am Anfang einmal reingespeichert werden, die können und sollen und dürfen sich auch nicht mehr ändern, nachdem die ganzen Enum-Werte initialisiert worden sind. Und im Konstruktor von meinem Enum hier übergebe ich genau die beiden Werte und speichere die in den gerade eben vorbereiteten Variablen. Und dann ist das nächste, was ich brauche, eine komma-separierte Liste von all den Sounds, die es in meiner Anwendung gibt. Das heißt, wenn ich jetzt das Enum befülle, muss ich insgesamt drei Informationen angeben, unter welchem Namen soll dieser konkrete Eintrag des Enums in der Anwendung referenziert werden und dann durch den Konstruktoraufruf, welche ID ist damit gemeint und wie ist der Titel von diesem Sound, der im User-Interface später angezeigt werden kann. Wir haben so einen Trommelwirbel, den nenne ich jetzt einfach mal so lautmalerisch Badumts. Das ist die entsprechende Badumts, die entsprechende MP3-Datei, den R, die R-Referenz, die importiere ich jetzt. Also das ist dieser Verweis auf diese statische Klasse, in der Android dann zur Laufzeit immer nach den verschiedenen Ressourcen schaut. Und in unserem Fall unter r.raw finden sich die ganzen Einträge, die hier in diesem RAW-Ordner drin sind. Und wir können da auf den Dateinamen verzichten und die einzelnen Dateien dann jetzt zum Beispiel so referenzieren. Dann brauchen wir noch einen Namen für diesen Sound. Und das Ganze wiederholen wir jetzt 12 Mal und ich mache es mir jetzt ein bisschen leichter. Mache ein bisschen Copy and Paste und tausche jetzt hier nur die verschiedenen Namen aus. Wir haben einmal so ein Glockengezwitscher, dann haben wir eine Katze, die Geräusche macht. Wir haben ein Countdown. Wir haben Heuschrecken. Wir haben einen Delfin. Wir haben lustige Geräusche und noch lustigere Geräusche. Wir haben ein Radio-Outro, glaube ich. Dann haben wir so einen Schmerzensschrei, falls wir den in unserer Sound Machine brauchen wollen. Dann so ein X-File angelegtes Intro. Und dann müsste es noch ein 12. Sound sein. Nämlich so einen Wilhelmsschrei. Wir tragen noch überall die richtigen Sounddateien ein und dann haben wir gleich schon, wenn wir noch die Titel einsetzen, unser Enum für den weiteren Verlauf von unserer Anwendung fertig. Da sagen wir hier noch, das sind Glocken, das ist eine Katze, das ist der Countdown, Crickets, Dolphin. So, fertig und ich kann jetzt an jeder anderen Stelle, an der ich mich in meiner Anwendung auf irgendwelche Sounds beziehe, das immer über dieses Enum machen. Das ist die Idee dahinter. Ich habe mir jetzt einmal die Mühe gemacht und hier alle Sounds mit diesen beiden Informationseinheiten, nämlich der ID zu der eigentlichen Sounddatei oder die Referenz auf die eigentliche Sounddatei und dann nochmal so einen
String als Beschreibung zusammengefasst. Jetzt ist das an einem Ort drin und immer, wenn es jetzt in unserer Anwendung darum geht, auf die eigentlichen Sounds zu verweisen, dann benutzen wir dieses Enum dafür. Das ist das erste Enum. Damit haben wir eine Liste von allen Sounds, die wir so in unserer Anwendung haben. Ich mache gleich mal ein zweites Enum, indem ich die verschiedenen Zustände abbilden möchte, die unsere Sounds später haben werden. Wir wollen ja jetzt zügig darauf hinarbeiten, dass wir so eine Soundklasse uns zusammenbauen, die dann einen ganz konkreten Sound innerhalb dieser App repräsentiert. Und neben dem Abspielen von diesen Sounds über dieses Media Player, diese Media Player Komponente aus dem Android SDK, wird eine wichtige Aufgabe sein, dass wir nach außen auch irgendwie kommunizieren, was jetzt gerade dieser Playback-Zustand von dieser Sounddatei ist. Wird die gerade abgespielt? Wird die nicht abgespielt? Wird die vielleicht gerade geladen? Und das machen wir deshalb, damit wir über diese Information oder über diesen Hinweis dann entsprechend auch diese Information im User-Interface für die Nutzer und Nutzerin repräsentieren können. Also dieser Zustand von einem Sound, wird er gerade abgespielt oder nicht, ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben insgesamt, zumindest in dem Konzept, was ich mir überlegt habe, drei verschiedene Zustände. So ein Sound kann abgespielt werden, er kann nicht abgespielt werden, also entweder wird er gerade abgespielt oder er wäre bereit, abgespielt zu werden. Und weil am Anfang diese Sounds auch erstmal aus dieser Datei heraus initialisiert werden müssen, gibt es noch so einen dritten Zustand, nämlich so eine Art Loading State. Das heißt, der Sound wurde schon angelegt, die Datei wurde eingelesen, aber der Sound selber ist noch nicht so weit initialisiert, dass wir ihn jetzt das erste Mal abspielen können. Das heißt, wir haben drei Zustände und statt dann irgendwo in dieser Soundklasse später drei Eigenschaften zu haben, Boolean-Werte, wird abgespielt, ist bereit und wird gerade geladen und die mit True oder False zu setzen, machen wir natürlich das, was wir in solchen Fällen immer machen. Wir legen einfach selber diese verschiedenen Zustände unserer Soundobjekte einmal fest, indem wir ein neues Enum erstellen, also so eine Art primitiven Datentyp selber erschaffen, den wir dann benutzen können, um innerhalb der Soundobjekte genau diese Zustände genau sicher und ohne dass es irgendwelche Missverständnisse geben kann, entsprechend abzubilden. Das heißt, ich halte jetzt hier mal fest, die drei Zustände, die ein Soundobjekt später in meiner Anwendung haben kann, sind Loading, der Sound wird gerade geladen, Ready, der Sound könnte jetzt abgespielt werden und Playing, der Sound wird jetzt gerade abgespielt. Das sind die drei Zustände, die Sounds innerhalb unserer Anwendung haben können. Jetzt sind wir fast fertig mit der Vorarbeit. Ich würde jetzt gerne eine kleine Klasse noch ergänzen, bevor wir uns an die eigentliche Soundklasse wagen. Und das ist dieses Sound-Proxy-Objekt. Und die Idee von dem Sound-Proxy ist, dass ich später mal die wesentlichen Informationen, die den aktuellen Zustand eines konkreten Soundobjektes repräsentieren, die innerhalb meiner Anwendung als Momentaufnahme kommunizieren kann. Das ist die Idee. Also ein Soundobjekt hat zu jedem Zeitpunkt, in dem unsere App ausgeführt wird, einen bestimmten Zustand, aus welchen Eigenschaften der sich zusammensetzt. Ich habe eine Idee, die zeige ich Ihnen auch gleich, aber das kann man auch anders sehen. Aber diese Momentaufnahme möchte ich losgelöst von dem ganzen funktionalen Rest, den wir wahrscheinlich in der Soundklasse später mal umsetzen werden, gerne abbilden. Das heißt, ich hätte gerne so eine Möglichkeit, in meiner Anwendung ein Soundobjekt anzuschauen und die Informationen, die wirklich wichtig sind, um den aktuellen Zustand zu beschreiben, zu extrahieren und gesichert in der Anwendung zu kommunizieren. Und dafür baue ich mir diese Soundproxy-Klasse, mit der ich dann zur Laufzeit später ganz viele Immutable Objects, also unveränderbare Objekte, erstellen kann, mit denen ich dann diese Momentaufnahme eines Soundobjektes sicher und ohne dass die Objekte, denen ich diese Informationen gebe, dann aus Versehen irgendwie auf den Zustand auch einwirken können und ihn verändern können, kommunizieren kann. Dazu erstelle ich mir eine neue Klasse, die nenne ich SoundProxy. Wahrscheinlich wäre es sogar noch besser, sowas zu machen wie SoundStateProxy, aber ich bleibe jetzt mal bei den Namen, die ich mir auch
für die Folien und so überlegt habe, dass wir da nicht komplett verwirrt werden. Aber Sie können natürlich, wenn Sie jetzt mitprogrammieren, gerne die Namen auch ein bisschen anpassen. Was steht in so einem Soundproxy drin? Da steht drin, um welchen Sound bzw. welche Sound-ID es geht. Also welche ID, welche Datei dann damit wird durch diesen ganz konkreten Sound oder ist die Grundlage für diesen Sound, dessen Zustand wir jetzt gerade beschreiben. Dann schreibe ich da rein, wie der Titel von dem Sound ist, um den es gerade geht. Und ich schreibe rein, dafür haben wir gerade unser Enum angelegt. Ich schreibe rein und ich mache das jetzt mal so mit diesem Präfix Sound überall. Kann man wahrscheinlich auch überall rauslassen. So. Ich glaube, so gefällt mir das tatsächlich gerade ein bisschen besser. Wenn Ihnen das anders besser gefällt, wie gesagt, machen Sie das selber. Aber das sind so die drei Eigenschaften, die ich hier in diesem Proxy-Objekt festhalten möchte. Und das soll ja so ein Informationsspeicher sein, den ich beliebig und ohne dass ich viel drüber nachdenken muss, bezüglich vielleicht irgendwelcher Sicherheitsprobleme oder Datenintegrität oder so, in meiner Anwendung relativ wahllos rumreichen kann. Und immer wenn ich so Informationsobjekte habe, die ich möglichst wahllos tatsächlich und ohne Gefahr zu laufen, dass da irgendwelche anderen Komponenten darauf einwirken, nur so als Kommunikationsmedium oder als, ja, Informationseinheit innerhalb meiner Anwendung verwende, dann ist dieses Immutable Pattern, was wir schon ganz häufig verwendet haben, eine gute Idee. Und deshalb sorge ich jetzt erstmal dafür, dass diese Informationen öffentlich zugänglich sind. Also ich kann die jederzeit auslesen, aber dadurch, dass die final sind, können sie dann dadurch auch nicht verändert werden. Dann baue ich mir noch einen Konstruktor. Der bekommt die entsprechenden Parameter übergeben, um ein solches Objekt zu initialisieren. Also die ID, den Titel und den State. Und ist hier ein bisschen kleiner, damit Sie auch noch was sehen. Die Parameter werden benutzt, um dieses Objekt jetzt dann auch vollständig zu initialisieren. Wenn Sie so eine Anwendung außerhalb von dem Android-Kontext bauen würden, aber auch mit Java, dann gibt es mittlerweile genau für solche Anwendungsfälle, für so kleine Klassen, die wirklich nur eine Sammlung von Eigenschaften sind und wahrscheinlich auch gar nicht verändert werden sollen mit Records, mittlerweile auch in die Sprache eingebaut, schon einen Mechanismus, mit dem man sowas machen kann. Das wird aber erst seit Java 16 oder so, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welche Version das ist, unterstützt. Und genau diese Version in Android vollständig zu verwenden, ist ein bisschen schwierig. Also es geht bestimmt irgendwie, kriegt man das hin, aber alles, was so neuer ist als Java 11, ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter in Android tatsächlich zu verwenden. Deshalb bleibe ich jetzt mal meinem Immutable, ganz normal auf der Basis von einer Standard-Java-Klasse, aber so für die Zukunft oder für andere Anwendungsfelder, wo Sie auch mit Java vielleicht arbeiten, würde ich Ihnen dann dringend raten, da nochmal sich diese Records anzuschauen. Das wäre das Sprachfeature, was, wenn das Android jetzt unterstützen würde, man wahrscheinlich an dieser Stelle tatsächlich verwenden würde. Okay. Jetzt haben wir die ganze Vorarbeit gemacht und wir haben die Vorarbeit deshalb gemacht, weil wir am Ende aus den Assets, aus diesen MP3-Dateien, die wir haben, dann tatsächlich die eigentlichen Sounds erstellen möchten, mit denen wir dann innerhalb unserer Anwendung interagieren. Das ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt baue ich mir eine Java-Klasse, die einen Sound innerhalb meiner Anwendung repräsentiert, dann erstelle ich mir davon am Anfang wahrscheinlich 12 Stück
am besten über irgendwie einen automatisierten Prozess, der dieses Asset Enum als Input nimmt und in diese Soundklasse designe oder implementiere ich alles, was ich später mit diesen Sounds machen möchte. Das ist diese ganz grundsätzliche Idee. Und lassen Sie uns mal damit anfangen und das Schritt für Schritt uns zusammenreimen. Ich mache wieder eine neue Klasse, ich bleibe in diesem Sounds Package und die heißt jetzt einfach nur Sound. Was ich hier abbilde, sind wahrscheinlich grundsätzliche Eigenschaften, die einen solchen Sound beschreiben. Das können wir auch relativ schnell machen. Also wahrscheinlich hat jeder Sound, das haben wir ja indirekt schon durch diesen Proxy mehr oder weniger festgelegt, eine ID und wahrscheinlich hat jeder Sound, den ich erstelle, auch sowas wie einen Titel und wahrscheinlich hat jeder Sound, der erstellt wird, auch einen State, der ist aber nicht final, weil der sich natürlich zur Laufzeit oder während wir dieses Soundobjekt später in unserer Anwendung verwenden, entsprechend häufig verändern kann. Mal ganz kurz spicken. Was sonst noch so da gebraucht wird. Die restlichen Sachen, die wir für diese Klasse benötigen, also an Instanzvariablen, die lege ich jetzt mal noch nicht fest, weil die sind dann weniger auf die Eigenschaften von so einem konkreten Soundobjekt bezogen, also nicht so greifbar wie jetzt irgendwie Titel und ID oder Zustand, sondern da geht es dann mehr um Komponenten wie zum Beispiel diesen Media Player, der das eigentliche Abspielen von den Sounds ermöglicht oder sowas wie vielleicht irgendwelche Listener, mit denen der Sound dann seine Informationen oder seine Zustandsveränderungen an die anderen Komponenten verteilt. Und das ergänzen wir dann, wenn wir an die entsprechende Stelle kommen. Was wir aber uns vielleicht überlegen könnten, wäre, wie wir es hinbekommen, dass immer wenn wir so ein Soundobjekt neu erstellen, wir vielleicht so eine fortlaufende Nummerierung dieser Sounds hinbekommen. Ich habe ja hier diese Integer-ID und die würde ich gerne benutzen, um jedem Sound innerhalb meiner Anwendung nochmal so einen eindeutigen numerischen Wert zu geben, weil ich damit dann verschiedene Dinge später auch bei den Adaptern und so weiter relativ gut handeln kann. Also ID ist eine Integer-Nummerierung von allen Sounds, die ich anlege. Und die Idee ist, dass mit jedem Erzeugen eines neuen Soundobjektes, also letztendlich jedem Konstruktoraufruf, diese ID inkrementiert wird und die neue ID dann für den neuen Sound auch gesetzt wird. Das heißt, wir starten bei 0, der erste Sound bekommt die ID 1 oder die ID 0, je nachdem wie wir das implementieren. Und der zweite Sound, der erstellt wird, kriegt dann entsprechend die ID 1 oder 2, je nachdem wie wir das implementieren. Das heißt, jeder Sound hat eine eigene ID und die Soundklasse selber braucht aber irgendwie eine gemeinsame Variable, in der wir immer die nächste ID abspeichern können. Und natürlich wissen Sie, worauf ich hinaus möchte. Wir erstellen uns hier eine statische Variable, also eine Klassenvariable, wenn Sie wollen, mit einem Integerwert, in der wir immer die nächste ID festhalten. Und die setzen wir zu Beginn auf 0 fest. Und dann können wir schon mal anfangen, unseren Konstruktor zu schreiben für diese Soundklasse und der bekommt auf jeden Fall mit einen Namen oder einen Titel für den Sound und dieser Titel, den setzen wir auch in dem Konstruktor dann direkt beziehungsweise die passende Instanzvariable wird mit dem übergebenen Parameter überschrieben. Dann brauchen wir eine ID. Da nehmen wir einfach die ID, die in dieser Variable drin steht und nach der Zuweisung inkrementieren wir die mit dem Plus-Plus-Operator um 1, sodass die dann
ausgewertet, da steht 0 drin, das ist das, was der ID zugeordnet wird, das plus plus steht am Ende, das heißt, nachdem der Ausdruck ausgewertet worden ist, wird der Wert um 1 erhöht und dementsprechend steht dann danach in NextID 1 drin. Was wir auch brauchen, ist in dieser Klasse so einen eine Sammlung von öffentlichen Methoden, mit denen wir dann mit diesem ganz konkreten Sound später auch interagieren können. Und bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir diese Sounds konkret in Android abspielen, würde ich das gerne mal kurz festhalten. Ich würde gerne diese öffentlichen Methoden einfach mal hinschreiben, soweit wie wir es jetzt schon können, vielleicht auch implementieren und dann bei den anderen Sachen entsprechend einfach mal mit einem Kommentar festhalten, was wir da implementieren wollen. Ich fange mal an mit der einfachsten Sache, öffentliche Methode, getID gibt einfach nur die SoundID zurück und das zu implementieren ist relativ einfach. Wir geben einfach den Wert in dieser Instanzvariable zurück. Dann wollen wir bestimmt auch wissen, was der aktuelle State von dem Sound ist und bauen uns entsprechend auch hier so eine Getter-Methode und geben den State zurück. Und dann hatte ich ja gesagt, dass wir zusätzlich zu diesem Zugriff auf die einzelnen Eigenschaften für unsere Anwendung auch eine Möglichkeit haben möchten, dass wir die relevanten Eigenschaften von unserer Anwendung von den einzelnen Soundobjekten als so einen Bündel zusammenbauen möchten und innerhalb unserer Anwendung kommunizieren möchten. Und das ist dieses Sound-Proxy-Objekt, von dem ich gesprochen habe und was wir ja auch schon, wenn Sie sich zurückerinnern, implementiert haben. Das heißt, ein Sound kann durch ein Sound-Proxy-Objekt repräsentiert werden. Noch genauer, der aktuelle Zustand eines Soundobjektes kann durch immer ein spezifisches Sound-Proxy-Objekt, eine spezifische Sound-Proxy-Instanz abgebildet werden. Und dazu schreibe ich mir eine öffentliche Methode. Die gibt ein Sound-Proxy zurück und heißt wahrscheinlich get-proxy. Ich schreibe mal hin, get-proxy. Bleiben wir mal bei den Namen, die ich mir vorher überlegt habe. Sowas wie getSoundProxy oder getStateProxy, getStateProxy, getCurrentStateAsProxy vielleicht, getProxyForCurrentState vielleicht. Kann ja auch gerne mal ein bisschen ausführlicher die Methodennamen beschreiben, aber vielleicht ist das blöder Name für diese Methode. Das Gute ist, wir können das ja immer ändern. Über die Refactoring-Tools, die in Android Studio eingebaut sind. Erstmal glaube ich, beschreibt das jetzt ganz gut, was ich mir unter dieser Methode vorstelle. Wenn mir später was Besseres einfällt, würde ich das dann entsprechend auch anpassen. Was kriegen wir da zurück? SoundProxy. Und SoundProxy besteht aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, der ID von dem aktuellen Sound, dem Titel des Sounds und dem aktuellen Zustand. Und dann werden diese Informationen, so wie sie hier in dem Moment, in dem diese öffentliche Methode aufgerufen wird, in diesem Objekt abgebildet sind, einmal ausgelesen, einmal in dieses Soundproxy reingeschrieben und dann rumgereicht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen wahrscheinlich, wenn es um Sounds geht, eine Methode, mit der wir den Sound abspielen können. Die müssen wir noch implementieren. Das heißt, da könnten wir uns mal so einen Hinweis machen, to do implement Audio Playback. Was man auch machen kann, gerade wenn man vielleicht testgetrieben entwickelt und diese Methoden später auch mal ausprobieren möchte, ist, solange wie man hier noch nicht wirklich was Sinnvolles hin implementiert hat, zum Beispiel sowas machen: throw new exception not yet implemented, sowas in der Art. Und dann muss man natürlich die Exception auch in die Methodensignatur übergeben.
könnte man zum Beispiel machen, um sicherzustellen, dass wenn jemand diese Methode aufruft, wir aber noch nicht den eigentlichen Kern hier implementiert haben, was wir natürlich gleich auch direkt tun, deshalb ist es nicht so wichtig, über eine Exception diese Fehlersituation kommuniziert wird. Hier ist eine Methode, die existiert zwar schon, aber die wurde noch nicht vollständig implementiert. So würden wir dann, anstatt dass das einfach silently failed und nichts passiert, den Grund dafür, warum hier nichts passiert, bewusst nach außen kommunizieren. Lasse ich jetzt aber mal weg. Können wir uns gerne an einer anderen Stelle nochmal drüber unterhalten. Aber für mich reicht jetzt erstmal, dass ich mir so einen To-Do-Hinweis gemacht habe. Hier muss ich noch was implementieren. Wenn ich eine Play-Methode habe, dann habe ich bestimmt auch eine Stop-Methode. Und die muss auch noch implementiert werden. Audio Playback Stop Playback und hier sagen wir Start Playback. Das sind so unsere Gedächtnisstützen, damit wir nicht vergessen, was wir hier eigentlich implementieren möchten und wir später dann, wenn wir an die Methoden zurückkehren, auch ganz genau wissen, was wir eigentlich hier umsetzen möchten. Okay, wenn wir gleich das Playback implementieren und dieser Sound dann mit dieser Media Player Komponente entsprechend initialisiert wird, dann werden wir irgendwann an diese Stelle kommen, wo wir diese verschiedenen Zustände des Sounds, nämlich dieses Sound wird geladen, Sound ist bereit, Sound ist nicht bereit, weil er gerade abgespielt wird, diese Zustandsveränderungen irgendwie implementieren. Und die müssen wir dann auch nach außen kommunizieren. Und damit wir das sauber hinbekommen, können wir an der Stelle jetzt schon eigentlich uns ein Interface implementieren, was dann von einem entsprechenden Observable implementiert wird, das sich für diese Zustandsveränderungen innerhalb unserer Soundklasse interessiert. Deshalb mache ich jetzt mal so ein Sound Status Listener Interface als neue Klasse. Und was sind die Zustandsänderungen, die uns interessieren? Uns interessiert wahrscheinlich auf jeden Fall On Sound State Changed, also wenn sich der Zustand von einem Sound ändert und vielleicht übergeben wir als Parameter den Sound selber. Ich habe jetzt übrigens gerade aus Versehen eine Klasse erstellt. Das soll natürlich ein Interface sein. Also da hat das Schlüsselwort nochmal gefehlt. Und ich überlege gerade, ob es noch irgendwie eine explizite andere Methode gibt, die wir benutzen können. Ich habe mir eine Notiz gemacht, dass ich gerne den Zustand der Sound ist geladen worden, das erste Mal nochmal explizit nach außen kommuniziere. Ich kann mich aber, um ehrlich zu sein, gar nicht daran erinnern, warum ich das gemacht habe. Ich würde es jetzt einfach mal in dieses Interface übernehmen, aber mir auch einen Hinweis machen, dass diese zusätzliche Methode vielleicht gar nicht notwendig ist. Also Idee ist, diese Methode hier kommuniziert, wenn sich der Zustand des Sounds ändert. Will be called when state of sound has changed. Und diese Methode wird aufgerufen, will be called when sound was prepared, loaded initially prepared, loaded. Also einmal, wenn der Sound am Anfang geladen worden ist und hier einmal, wenn sich der Zustand des Sounds dann später ein, zwei, drei weitere Male ändert. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen. Deshalb mache ich mir hier auch wieder einen Hinweis. To check if method
will be used. Also nur so ein Hinweis, bin mir nicht sicher, ob ich die Methode wirklich brauche, weil wir eigentlich alle Zustandsänderungen auch über diesen SoundStateChanged entsprechend dann kommunizieren können. Aber vielleicht finden wir später raus, was ich mir dabei gedacht habe. Okay, also Interface, mit dem der Zustand von einem Sound überwacht werden kann. Und wenn ich jetzt den Sound erstelle, dann übergebe ich dem neben dem Titel auch noch diesen Status-Listener, Sound-Status-Listener, damit auch der Sound weiß, wem er Bescheid geben muss, wenn sich hier intern was ändert. Und damit ich mir das irgendwie merken kann, machen wir das, was wir schon ganz, ganz häufig gemacht haben in solchen Fällen. Wir erstellen uns für dieses sehr reduzierte Observer-Pattern, ist so eine 1-zu-1-Beziehung, ein Sound, ein Listener, noch eine entsprechende Instanzvariable. Und dann speichern wir uns das, was wir hier als Parameter bekommen, in der entsprechenden Instanzvariable rein. Und wenn sich dann später in der Play, in der Stop-Methode oder an anderen Stellen dieser Sound oder dessen Zustand sich ändert, informieren wir den Listener, den wir beim Erstellen hier angegeben haben, durch den Methodenaufruf, Aufruf der Methoden aus dem jeweiligen Interface, über diese Zustandsveränderung. Okay, jetzt können wir es nicht länger irgendwie aufschieben. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir den Sound auch irgendwie abspielen. Und ich habe schon mehrfach erwähnt, wir haben in Android in dem SDK eine Komponente, die heißt Media Player, und mit der können Sie Sounddateien abspielen. Auch andere Mediendateien, aber bei uns geht es jetzt erstmal primär um diese MP3-Dateien. Die können wir damit abspielen. Und die Ausgangslage ist, dass wir diesen Media Player, den wir erstellen, die Datei nennen, die er abspielen soll. Also ein Media Player spielt in der Umsetzung, die wir jetzt implementieren, eine Datei ab, und wir brauchen einen Verweis auf diese Datei. Ich würde gerne dazu eine weitere Framework-Klasse verwenden, die heißt Asset File Descriptor, und die macht genau das, die beschreibt eine Datei oder verweist auf eine der Dateien in diesem RES-Ordner. Die Transformation von der ID zu diesem SoundAdd oder Asset File Descriptor, die werden wir außerhalb von der Sound-Klasse machen. Darum kümmert sich später der Sound Manager. Das heißt, was wir dem Konstruktor von unserem Soundobjekt übergeben, ist ein solcher Asset File Descriptor, und mit dem referenzieren wir die Datei, um die es hier in diesem ganz konkreten Soundobjekt tatsächlich geht. Emulator können wir auch mal ein bisschen ausmachen, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und aus diesem Asset File Descriptor kann ich mir ein Media Player Objekt erstellen. Und mit diesem Media Player Objekt kann ich dann das Playback von den verschiedenen Sounddateien oder von der konkreten Sounddatei, mit der ich den Media Player initialisiert habe, entsprechend steuern. Und das ist ein bisschen aufwendig, deshalb erstelle ich mir, oder mache ich das nicht alles direkt im Konstruktor, sondern ich erstelle mir hier eine Hilfsmethode, die mir ein solches Media Player Objekt zurückgeben soll. Und das auf der Basis von diesem Asset-File-Descriptor macht. Das heißt, hier habe ich eine Methode, die heißt createMediaPlayer from file vielleicht. Und die kriegt diesen Asset-File-Descriptor übergeben, den ich auch im Konstruktor übergeben bekomme als Parameter. Ich importiere hier mal die Klasse und muss jetzt damit anfangen, hier an dieser Stelle diesen Media Player für diese ganz konkrete Datei zu erstellen. Damit ich den dann später mir irgendwo speichern kann in dieser Soundklasse. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich sowas habe. Wahrscheinlich Final, weil wir das nicht mehr ändern wollen. Da wollen wir hin. Wir wollen so eine Player, einen Media Player haben, damit wir dann in den Play- und Stop-Methoden von dieser Klasse, die wir gerade bauen, darüber das interne Playback innerhalb von unserer Android-App starten können.
Das müssen wir jetzt hier in dieser Methode implementieren. Wir fangen damit an, dass wir erstmal so einen Media Player erstellen, weil das ist noch ganz einfach. Den muss man nämlich einfach nur durch den Konstruktoraufruf erstellen. Das ist der einfache Teil. Wir erstellen einen neuen Media Player und ganz am Ende geben wir den wahrscheinlich als Ergebnis von dieser Methode zurück. Und jetzt müssen wir diesen Player initialisieren. Das heißt, wir müssen dem die Datei geben, die er handeln soll, und dann den Startvorgang oder den Initialisierungsvorgang für diesen Media Player anstoßen. Und das ist eine asynchrone Operation. Das heißt, wir sagen dem Media Player, hier ist die Datei, mit der sollst du arbeiten. Ich fange mal damit an. Player.setDataSource. Das ist der File Descriptor als erster Parameter. Den können wir aus diesem Asset File Descriptor auslesen, den wir als Parameter übergeben. Dann brauchen wir so einen Offset, an welcher Stelle von der Sounddatei soll der Media Player anfangen, die entsprechende Datei abzuspielen. Und wir brauchen die insgesamte Länge, und all diese Informationen können wir uns aus diesem Asset File Descriptor auslesen, den wir als Parameter übergeben. Wenn wir das gemacht haben, und wir müssen das gleich mit noch Try and Catch umgeben, weil da ganz viele Fehler passieren können. Wenn wir das gemacht haben, wenn wir diesem Media Player gesagt haben, wo die Informationen liegen oder wo die rohe Audiodatei liegt, die er abspielen soll später, dann können wir dem sagen, dass er sich vorbereiten soll, asynchron. Das heißt, wir blockieren hier nicht den weiteren Ablauf unserer Anwendung, sondern im Hintergrund fängt jetzt dieser Media Player an, mit den Informationen, die wir ihm gegeben haben, diese Sounddatei zu laden, und irgendwann ist er dann fertig, und ab diesem Zeitpunkt, nachdem dieser Ladevorgang abgeschlossen ist, können wir dann entsprechend diesen Player benutzen, um die Sounddatei, die wir hier übergeben haben, abzuspielen. Das ist ein asynchroner Vorgang, oder wir haben jetzt bewusst den asynchron gestaltet. Ich schreibe mal hier, damit die Fehlermeldung verschwindet, den Try-and-Catch-Block hin, weil das nämlich der Grund für diesen Fehler, der da angezeigt wird, ist, was kann da alles so schief laufen? Ich glaube vor allem IO-Exceptions, und die fangen wir vielleicht einfach in dem Sinne ab, dass wir da den Stacktrace erstmal ausgeben. Eine asynchrone Ladeoperation für diesen Media Player heißt, dass wir in der Form, wie ich den Code jetzt geschrieben habe, leider nicht mehr mitkriegen, wann denn dieser Ladevorgang tatsächlich abgeschlossen ist. Das ist ein ganz großes Problem. Wir erzeugen für die Sounddatei einen Media Player. Wir sagen diesem Media Player, hier ist die Sounddatei, die du abspielen sollst. Wir sagen dem Media Player, lade bitte diese Sounddatei, damit wir zukünftig irgendwann dann über diesen Media Player diese Sounddatei abspielen können. Und dann fängt er an zu arbeiten. Wir machen in unserem Programm weiter und wir laufen jetzt irgendwie ins Leere, weil wir ja eigentlich mit diesem Sound nur dann sinnvoll arbeiten können, wenn wir tatsächlich diesen Moment wieder abfangen, an dem die Sounddatei komplett geladen ist, weil wir die dann nutzen können, um zum Beispiel den Soundstate von unserem Sound anzupassen, zu sagen, jetzt ist er nicht mehr in diesem Loading State, sondern jetzt ist er in dem Ready State, und könnten dann entsprechend unsere verschiedenen Play- und Pause- und Stop-Methoden dann auch so implementieren, dass erst wenn dieser Sound komplett geladen worden ist, wir tatsächlich darüber informiert werden, oder erst wenn dieser Sound komplett geladen wird, dann die Funktionalität von diesem Soundobjekt richtig umgesetzt wird. Und wir lösen dieses Problem, indem wir dem Player verschiedene Listener mitgeben. Wir lauschen selber darauf, dass wenn ein bestimmter Zustand in diesem Ladeprozess tatsächlich erreicht ist, das ist der SetOnPreparedListener,
Wenn dieser Zustand erreicht wird, werden wir oder wird dieses Soundobjekt, dieses Soundobjekt, das wir gerade schreiben, informiert und kann dann diese Zustandsveränderung in dem Media Player übertragen auf einen wohldefinierten Zustand für dieses Soundobjekt selber. Das heißt, wir sind hier der Listener und dementsprechend müssen wir ein Interface implementieren auf der Ebene von unserer Soundklasse, und zwar den onPrepared Listener. Die Methode, die wir jetzt dadurch erzeugt haben, hier wird aufgerufen, wenn unser Media Player entsprechend komplett initialisiert ist. Und was machen wir da? Wir sagen, wenn dieser Media Player geladen worden ist, dann soll der State von unserem Soundobjekt geändert werden nach Ready. Wir signalisieren jetzt oder wir verändern jetzt intern unseren Zustand und sagen, nachdem dieser Media Player, die Sounddatei, komplett geladen ist, kann dieser Sound jetzt abgespielt werden. Und wir kommunizieren das Ganze auch, falls sich ein Listener registriert hat. Eigentlich dürfte der Listener gar nicht null sein, deshalb können wir uns hier diesen Check vielleicht sparen. Wir sagen, jetzt ist der Sound bereit. Wir kommunizieren nach außen, und dafür habe ich diese Zustände, dieses diese zusätzliche Methode implementiert in dem Interface, mit dem ich dann diesen besonderen Sound, besonderen Zustandswechsel kommunizieren kann. Ich bin mir aber, wie gesagt, immer noch nicht sicher, ob das nicht auch einfach mit dem OnSoundStateChanged Listener umgesetzt werden kann, und wird dabei jetzt erstmal bleiben. Wir haben ja den ganzen Rest von der Anwendung noch gar nicht implementiert. Das heißt, wir haben da auch einen gewissen Spielraum. Okay, also wir kriegen mit, wenn der Media Player komplett initialisiert worden ist, also wenn der bereit steht. Das heißt, wir können jetzt im Konstruktor sagen, unser State, den setzen wir auf Loading. Das ist der Status, mit dem dieses Soundobjekt auf jeden Fall startet. Es befindet sich in dieser Vorphase. Der Sound ist noch nicht geladen worden, das Media Player Objekt ist noch nicht da, und wir können eigentlich noch gar nicht die Funktionalität, die sich hinter diesem Soundobjekt tatsächlich verbirgt, guten Gewissens an andere Komponenten weitergeben, weil die können noch nicht den Sound abspielen, weil der Media Player noch nicht initialisiert worden ist. Und dementsprechend ist unser Sound erstmal in diesem Loading State. Danach sorgen wir aber dafür, dass der aus diesem Loading State rausgeht, indem wir das Player-Objekt initialisieren, und dazu benutzen wir die Methode, die wir gerade eben geschrieben haben, übergeben die Datei oder den Verweis auf die Datei, die wir hier im Konstruktor übergeben haben, und hoffen, dass jetzt als Rückgabe erstmal der Media Player uninitialisiert zurückkommt. Das sollte funktionieren. Und wenn der dann durch dieses asynchrone Laden, was wir in der Methode auslösen, komplett initialisiert worden ist, kriegen wir das in dieser Methode mit, und wir können dann, indem wir den Zustand ändern und in unseren Methoden dann auch immer diesen Zustand entsprechend berücksichtigen für den Programmablauf, dafür sorgen, dass erst dann, wenn hier dieser Ready State erreicht wird, entsprechend auch zum Beispiel in der Play-Methode der Sound wirklich abgespielt wird. Oder wenn sich andere Leute dann über den Zustand von diesem Objekt informieren, wird dann nicht mehr Loading, sondern in Ready zurückgegeben, und dementsprechend können dann auch die anderen Komponenten, dass diese Zustandsveränderung, die ja auch über den Listener nach außen kommuniziert wird, entsprechend in die weitere Planung oder in die Abarbeitung des Programms mit einbauen. Es gibt übrigens noch eine zweite Listener, den wir hier setzen können. Und zwar gibt es einen On-Completion-Listener, und der wird immer informiert, wenn der Sound, der in diesen Media Player gesetzt ist, diese Data Source, dann später auch einmal komplett abgespielt worden ist. Das ist ein auch ganz wichtiger Moment für unsere Anwendung. Wenn wir nämlich mit diesem Play später das Playback starten, dann würden wir gerne auch wissen, wenn dieser Sound vollständig abgeschlossen ist, damit wir das dann auch wieder in einer entsprechenden Zustandsveränderung kommunizieren können. Und deshalb mache ich genauso, wie ich diesen Prepared Listener gesetzt habe, der mich darüber informiert, wenn der Media Player einmal komplett geladen worden ist oder wenn die Datei
in diesem Media Player komplett geladen worden ist. Auch den Set on Completion Listener, der mich jedes Mal danach dann, wenn ich den Media Player gestartet habe, darüber informieren soll, wenn das Playback komplett abgeschlossen ist. Das importiere ich auch wieder oder implementiere ich auch wieder auf Klassenebene. Kriegen wir auch wieder eine neue Methode. Und in dem Fall setzen wir den SoundState auch auf Ready. Wenn der Sound einmal komplett abgespielt worden ist, dann ist er danach wieder bereit und wir informieren unsere Listener darüber, dass sich der Zustand geändert hat. Okay, was noch bleibt, sind die Play- und Stop-Funktionen, die dann, sofern unser Sound richtig initialisiert worden ist, ja das eigentliche Playback über diesen Media Player auslösen. Und die Play-Methode ist ein bisschen leichter. In der Play-Methode müssen wir zuerst feststellen, ist dieses Soundobjekt, in dem wir gerade sind, tatsächlich in dem Zustand, dass dieser Sound auch abgespielt werden kann. Es gibt drei Zustände, Loading, Ready und Playing. Und nur in einem Fall, nämlich diesem Ready State, sind die Vorbedingungen da, dass wir überhaupt diesen Media Player anstoßen können. Wenn er gerade noch lädt, also wir noch in diesem Loading-Zustand sind, dann ist der Media Player noch nicht so weit, dass wir den Sound abspielen können. Und wenn er gerade abgespielt wird, das heißt, wenn er in diesem Playing-State ist, dann können wir ihn auch nicht ein zweites Mal starten. Das ist die grundsätzliche Idee. Das heißt, ich beginne die Methode mit so einem Early Return. Das heißt, ich prüfe, ob der Zustand, der für die weitere Ausführung dieser Methode notwendig ist, vorhanden ist. Das mache ich jetzt mit so einer Negation. Ich frage mich, der Zustand von meinem Sound, ist der gerade auf dem Ready State? Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn State ungleich Ready State ist, dann breche ich die Methode einfach ab. Ist ein legitimes Mittel, mit so einem Early Return ganz am Anfang zu überprüfen, lohnt es sich überhaupt, den Rest der Methode auszuführen? Wenn nicht, dann einfach abbrechen. Schöner wäre es hier, wenn Sie vielleicht dann noch diese Fehlersituation nach außen kommunizieren würden, weil vielleicht die Komponente, die das Ganze dann aufruft, ja auch gerne irgendwie wissen wollen würde, warum das nicht so ist. Aber jetzt in unserem Fall einfach, wenn wir nicht im Ready State sind, brechen wir den ganzen Vorgang ab. Dann beschäftigen wir uns gar nicht damit, wie man diesen Media Player starten könnte, weil einfach die Vorbedingungen über diesen Zustand des Sounds nicht gegeben sind. Wenn das aber der Fall ist, dann starte ich den Media Player mit der Start-Methode und dann beginnt Android damit, diese Sounddatei, die wir in diesen Media Player gepackt haben, hier in dieser Create Media Player Methode abzuspielen. Das heißt, in dem Moment würden dann über die Kopfhörer oder den Lautsprecher, der in dem Android-Gerät, in dem Smartphone verbaut ist, dieser ganz konkrete Sound, den wir hier in der Instanz von dieser Klasse repräsentieren, abgespielt werden. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir auch noch, dass der Soundstate sich geändert hat. Der ist nämlich jetzt im Playing-Modus und jedes Mal, wenn sich unser Soundstate ändert, sagen wir auch dem Listener Bescheid, der sich im Konstruktor dafür registriert hat, dass sich dieser Zustand jetzt verändert hat. Das machen wir immer, wenn wir möchten, dass der Sound abgespielt wird. Dadurch, dass wir hier nach dem Starten von dem Player den State von unserem Objekt ändern auf Playing, würde, wenn wir direkt danach nochmal die Play-Methode aufrufen, nichts passieren, weil wir dann nicht mehr in diesem Ready-State sind und wir darauf warten müssen, dass dieser Sound komplett abgespielt wird. Was passiert, wenn ich hier zum Beispiel in diese On-Completion, in diesen Callback komme, wenn die Sounddatei komplett abgespielt worden ist und dann entsprechend der State wieder auf Ready gesetzt wird. Also, Play-Methode relativ überschaubar. Stop-Methode ist ein bisschen schwieriger. Da müssen wir auch wieder schauen, macht es überhaupt Sinn, dass wir die ausführen? Und eigentlich sollten wir die nur ausführen, wenn, glaube ich zumindest, wir nicht, oder wir sollten die nur ausführen, wenn im Moment auch gerade der Sound tatsächlich abgespielt wird. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das
alle Fälle abdeckt, aber zumindest habe ich es ursprünglich mir so gedacht, wieder mit einem Early Return. Wir schauen, spielen wir gerade im Hintergrund was ab? Wenn ja, dann macht es Sinn, das zu stoppen. Wenn im Hintergrund gar kein Sound abgespielt wird, macht es auch wenig Sinn, hier in irgendeiner Art und Weise sich darum zu kümmern, einen nicht abgespielten Sound tatsächlich zu stoppen. Was mache ich jetzt? Ich nehme den Player und ich pausiere den. Ich könnte auch die Stop-Methode machen, aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es mit der Pause-Funktion besser funktioniert. Dann spule ich den Sound komplett zurück. Das heißt, ich wähle die Abspielposition von diesem Sound aus und setze den auf 0, das heißt ganz auf den Anfang. Wenn ich ihn einfach nur pausieren würde, dann würde, wenn ich den Sound das nächste Mal starte, der an der Stelle fortgesetzt werden. So sage ich aber, ich pausiere den Player, ich spule zurück, sodass, wenn das nächste Mal der Sound ausgeführt wird oder mit Play aufgerufen wird, wir wieder von Anfang an beginnen. Dann sage ich, dass, nachdem das erledigt worden ist, mein Sound wieder im Ready State ist, könnte also ein zweites Mal abgespielt werden. Und wir informieren unsere Listener darüber, dass sich der Zustand von unserem Sound geändert hat. Und auch wenn das jetzt wahrscheinlich noch später das ein oder andere Problem irgendwo verursachen wird, ist das so im Wesentlichen der Funktionsumfang von diesem Soundobjekt. Also, wir bauen dieses Soundobjekt um den Media Player drumherum, der in Android dafür sorgt, dass wir Audiodateien zum Beispiel abspielen können. Wenn wir ein neues Soundobjekt erstellen, übergeben wir dem einen Verweis auf die konkrete Datei, die er abspielen soll. Wir initialisieren dort diesen Media Player. Um den herum spielen sich auch die verschiedenen öffentlichen Methoden ab, mit denen wir den Sound dann abspielen können und pausieren bzw. stoppen können. Der Media Player wird asynchron initialisiert und wir müssen als Sound auch auf die Zustandsänderung von dieser Abspielkomponente immer lauschen. Und wir spiegeln dann immer diese Veränderungen wieder in der Instanzvariable SoundState, die hier abgebildet ist und die dann je nachdem, in welchem Zustand der Media Player ist, immer festhält, in welchem Zustand dann entsprechend auch unser gesamtes Soundobjekt ist. Zusätzlich dazu haben wir noch für jeden Sound eine ID und einen Titel gespeichert. Und als Abschluss für die heutige Sitzung könnten wir uns vielleicht noch an den Sound Manager wagen und zumindest mal die Initialisierung von dieser Liste von Sounds dann entsprechend umsetzen. Dann haben wir nämlich eine ganz gute Grundlage, mit der wir dann später entsprechend arbeiten können. Also ich erstelle jetzt nochmal eine neue Klasse, letzte für heute wahrscheinlich, das ist der Sound Manager. Und der Sound Manager, der soll jetzt die ganzen Sounds, die wir auf der Basis von unseren Sound Assets als Sound Objekte initialisieren, managen. Also der kennt alle Sounds unserer Anwendung und den fragen wir, wenn wir wissen möchten, welche Sounds gibt es denn. Den beauftragen wir damit, am Anfang einmal alle Sounds bereitzustellen, damit die später zur Verfügung stehen. Und alle anderen Aufgaben, die dann noch irgendwie mitspielen, werden von diesem Sound Manager erfüllt. Das heißt, ganz, ganz wichtig, der Sound Manager kennt alle Sounds, dementsprechend braucht er eine Datenstruktur, in der er sich die speichern kann. Und es ist in unserem Fall einfach eine Arrayliste aus Soundobjekten. Und die nenne ich jetzt einfach mal Sounds. Importieren wir noch die Arrayliste. Und das ist die Datenstruktur, auf der dieser Manager dann entsprechend operiert. Wir haben auch einen Konstruktor, in dem wird alles Notwendige initialisiert. Und ich kann schon mal verraten, der Sound Manager muss an manchen Stellen mit dem SDK zusammenarbeiten, um zum Beispiel diese Asset-File Descriptors zu erstellen, mit dem die einzelnen Soundobjekte initialisiert werden. Und der braucht dafür einen Anwendungskontext und den übergeben wir hier in unserem Konstruktor.
Das machen wir dann im Konstruktor. Da speichern wir uns den Kontext ab. Den lege ich jetzt auch nochmal in einer Instanzvariable hier fest. Sys.context ist gleich Kontext und Sys.sounds, die Arrayliste, die können wir auch an dieser Stelle direkt mal initialisieren. Leer am Anfang. Wir könnten jetzt diese Soundliste direkt hier initialisieren, aber ich würde sagen, überleg mal ganz kurz. Das machen wir, glaube ich, in einer separaten Methode. Ich initialisiere im Konstruktor erstmal nur, oder ich übergebe im Konstruktor erstmal nur den Kontext und ich übergebe oder ich initialisiere die ArrayList, in der wir alle Sounds speichern möchten. Und dann erstelle ich eine extra Methode. Public void load sounds. Und in der sorgen wir jetzt dafür, dass alle Sounds entsprechend ja, vorbereitet werden auf der Basis von unserem Enum Sound Asset und Sound Asset, genau, so hatten wir es genannt. Und diese Methode rufe ich dann später explizit auf. Das heißt, später in meiner Activity werde ich wahrscheinlich diesen Sound Manager erstellen. Und wenn ich den erstellt habe, starte ich dann an irgendeiner Stelle von meiner Anwendung dieses Initialisieren von dieser Soundliste durch den Aufruf von dieser öffentlichen Load Sound Methode. Und was mache ich da drin? Vielleicht möchte ich das mehrfach ausführen, diese Methode. Deshalb sorge ich erstmal dafür, dass die Arrayliste auf jeden Fall leer ist. Und dann schaue ich mir jedes meiner Sound-Assets an, die in meinem Enum drinstehen. Das mache ich, indem ich auf die Werte von meinem Enum zugreife. Was ist der Wert? Das sind hier diese Werte. Also ich iteriere jetzt über alle Sachen, die in diesem Enum drinstehen. Badum, Spells, Cat, Countdown, Cricket und so weiter, bis ganz am Ende zu diesem Wilhelm-Schrei. Darüber iteriere ich. Das ist das, was hier in dieser Loading-Sounds-Methode so den Rahmen bildet. Ich möchte mir jeden Sound-Asset einmal anschauen. Und wenn ich mir das angeschaut habe, oder ich schaue mir das deshalb an, damit ich aus diesen Einträgen hier jeweils eins dieser Sound-Objekte baue, die wir gerade konzipiert haben. Und dazu muss ich als erstes diesen Asset-File-Descriptor mir zusammenbauen, mit dem ich dann dem Sound-Objekt, wenn ich dessen Konstruktor aufrufe, entsprechend sagen kann, um welche MP3-Datei es hier ganz konkret geht. Das heißt, erster Schritt in dieser Vorschleife ist es, so einen File-Descriptor mir zusammenzubauen. Dazu greife ich auf den Kontext zu, den habe ich ja in dem Konstruktor übergeben, also den Anwendungs- oder Application-Kontext. Ich greife auf die Ressourcen zu, die in dieser App existieren, also quasi die Laufzeit-Repräsentation von unserem RES-Ordner. Wir öffnen eine von den Ressourcen, die in dem RAW-Ordner liegt, also eine RAW-Datei, und wir greifen über die ID, die in dem Enum gespeichert ist. Das ist diese ID, die wir hier immer mit so einem Verweis auf diese R-Klasse oder diese Ressourcen von unserer Android-Datei, von unserer Android-App initialisieren, entsprechend dann auf diese Rohdaten zu. Das heißt, wir erzeugen uns so einen File-Descriptor aus den Informationen, die in diesem konkreten Eintrag des Enums, über das wir gerade drüber iterieren, drin sind. Dann kann ich mir den Sound erstellen. Was braucht der Konstruktor von einem Soundobjekt? Das braucht, wenn wir nochmal reinschauen, die Datei, den Titel und einen Listener, der auf die Zustandsänderung von diesem ganz konkreten Sound dann in der Zukunft lauscht. Die Datei haben wir gerade erstellt. Den Titel kriegen wir aus dem Enum raus. Das ist der zweite Eintrag, der hier auch über so eine öffentliche finale Eigenschaft festgehalten wird. Und der Listener, das könnte zum Beispiel
unser Soundmanager selber sein. Also der Soundmanager soll ja die ganzen Sounds überwachen und der sollte auch die erste Instanz sein, die von oder über die Zustandsveränderung von den Sounds, die er verwaltet, informiert wird. Das heißt, wir machen den Soundmanager zu einem Sound Status Listener. Der kriegt also mit, wenn ein Sound vollständig vorbereitet worden ist oder wenn sich dessen Zustand ändert. Und jeden Sound, den wir erstellen, jedem Sound, den wir erstellen, geben wir unseren Soundmanager als Listener im Konstruktor mit. Und dann sagen wir noch, dass in unserer Array-Liste, die wir hier erstellt haben und am Anfang von der Methode ja auch nochmal zurückgesetzt haben, dieser neue Sound hinzugefügt wird. Kann man sich auch die lokale Variable hier sparen, indem man sowas macht. Was Ihnen da lieber ist, ich glaube, es ist nicht so ein großer Performance-Unterschied, aber wenn man irgendwie lokale Variablen hier darauf verzichten kann, könnte man das so machen. Ich lasse es mal mit der lokalen Variable. Ist dann beim Debuggen immer ein bisschen schöner, weil man dann sieht, ob wenn in dieser Zeile ein Fehler geschmissen worden ist, das an den Konstruktoraufruf oder an der Interaktion mit der Array-Liste liegt, oder schneller das dann sieht. Deshalb können wir das erstmal so stehen lassen. Okay, wenn wir das so implementieren, dann kriegen wir als Soundmanager immer mit, wenn ein Sound fertiggestellt worden ist oder fertig geladen worden ist und wenn er, ja, wenn sich dessen Zustand ändert. Und höchstwahrscheinlich gibt es noch andere Stellen, die sich für diese Zustandsveränderungen tatsächlich interessieren. Und was ich jetzt so als einen, sagen wir mal, vorletzten Schritt für heute machen würde, ich würde gerne irgendwie noch ein weiteres Interface einführen, mit dem wir diese Sounds add Sound. Oh, Entschuldigung, völlig korrekt, habe ich beim Zurücksetzen nicht dran gedacht. Genau, wir fügen den Sound, den wir in der Zeile 22 in der lokalen Variable gespeichert haben, jetzt rein. Und wir machen ganz bewusst, wir erstellen den Sound ganz bewusst nicht als Parameter von der Add-Methode, weil ich davon ausgehe, dass ich irgendwo Fehler gemacht habe und schon im Kopf habe, dass ich den ganzen Kram auch wieder debuggen muss und deshalb gerne Initialisierung und Hinzufügen zu der Array-Liste in zwei verschiedenen Zeilen hätte, damit ich da ein bisschen besser den Überblick bekomme. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, war, okay, rein theoretisch, weil da wir in diesem Beispiel keine Rückgabe von Load Sounds kriegen, also auch keine Parameter mitgegeben, wenn wir es nicht praktischer, eine Flag-Variable zu haben, Private Rule is loaded, und dann bei Load Sounds in der ersten Zeile. Okay, meinen Sie, hier, dass Sie hier gerne schauen würden, ob die Sounds alle schon geladen worden sind? Und da dann in Abhängigkeit von dem Zustand manche Sounds überspringen wollen würden. Also wenn das so ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ganz kurz zur Einordnung. Hier in dem Moment gibt es wahrscheinlich noch gar keine Soundobjekte. Also wir arbeiten ja hier mit diesem Sound Asset. Das heißt, Soundobjekte sind gar nicht Sounds Clear, ein. In Sounds ist ja, das ist ja die Array-Liste, in der alle Sounds gespeichert sind. Okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber meinen Sie, ich muss jetzt immer fragen, meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Sie gerne diesen Loaded State abbilden möchten, dass Sie den auf der Basis von dem Soundmanager abbilden möchten, also ob der Soundmanager schon vollständig geladen worden ist? Oder denken Sie gerade noch über den Zustand von einem einzelnen Sound nach? Das ist vielleicht auch ein bisschen, also es ist irgendwie schon so viel Code, das ist, glaube ich, extrem schwierig, ist das jetzt irgendwie über Chat zu kommunizieren. Ich kann nur so viel sagen.
dieses isLoaded oder sowas können Sie ja immer dann, wenn Sie das Soundobjekt haben, also hier zum Beispiel in onSoundPrepared oder onSoundStaged, auch wieder aus dem Sound auslesen. Also jedes Mal, wenn Sie mitbekommen, der Zustand hat sich geändert, auch wenn wir den hier nicht als Parameter immer mitgeben, können wir jederzeit dann schauen, getState oder getProxy und so weiter, was dieser Zustand tatsächlich ist. Also an die Informationen bekommen wir. Wenn Sie noch mitspeichern möchten, ob der Sound Manager komplett geladen worden ist, das könnte man natürlich machen. Also wenn das irgendwie für Ihren Ansatz wichtig ist, dass auch dieser Sound Manager irgendwie so eine Zustandsveränderung hat, und neben irgendwie einem, er wird gerade geladen, auch ein er ist fertig geladen Zustand abgebildet werden kann, können Sie das bestimmt machen. Ob Sie es dann mit einem Boolean Flag machen oder auch mit einem Enum Wert, weiß ich nicht. Die Frage, ob wir das jetzt hier brauchen, ich glaube, das, was Sie sagen, ergibt Sinn. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie machen möchte. Ja. Ja, also wenn Sie sowas machen möchten, gerne. Also ist bestimmt nicht falsch. Ich habe mir persönlich das jetzt so gedacht, dass ich ganz bewusst gerne immer die Möglichkeit hätte, diesen Sound Manager neu zu initialisieren. Also ich habe jetzt gar nicht in diese Richtung gedacht, dass ich verhindern möchte, dass der zweimal initialisiert wird, sondern ich möchte immer, wenn diese Load Sounds Methode aufgerufen wird, dass da ganz bewusst im Hintergrund diese Array-Liste neu befüllt wird. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, warum ich das so gemacht habe. Ich glaube, das ist keine Anforderung von dieser App. Also das brauchen wir nicht. Aber deshalb habe ich das so gemacht. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie wollen sicherstellen, dass, weil das vielleicht ein aufwendiger Vorgang ist, das ganz, ganz sicher nur einmal passiert oder zumindest nicht unnötig doppelt passiert, dann können Sie das, oder es ist natürlich naheliegend, dass Sie das so machen, wie Sie es beschrieben haben. Also, dass Sie dann auch diesem Manager nochmal die Möglichkeit geben, intern oder nach außen zu kommunizieren, ob er dieses Load Sound schon abgeschlossen hat oder nicht. Ich habe es jetzt aber tatsächlich sehr bewusst so gemacht, dass ich diese Load Sounds Methode ohne groß nachzudenken immer aufrufen kann. Da wird am Anfang immer der Zustand richtig gesetzt, also die Array-List wird komplett geleert. Ist vielleicht auch nicht das Schönste, wahrscheinlich sollte man sowas machen. Sollte hier wahrscheinlich eine neue Array-Liste erstellen, die erst befüllen und dann die alte Array-Liste überschreiben. Aber ich habe es jetzt tatsächlich, nur um das nochmal klar zu machen, ganz bewusst so gemacht, dass jedes Mal, wenn Load Sounds aufgerufen wird, am Anfang alle Sounds, die bis jetzt bekannt waren, gelöscht werden und nochmal neu eingelesen werden. Kann man aber sicherlich, so wie Sie beschrieben haben, auch ganz anders machen. Was wollte ich gerade noch machen? Genau, ich wollte sagen, dass wir wahrscheinlich diese Informationen, die in den Manager eingehen, diese Informationen, dass ein bestimmter Sound komplett geladen worden ist und dass sich der Zustand von einem Sound geändert hat, die wir jetzt hier gerade ja als Sound Status Listener tatsächlich ja abfangen, auch wahrscheinlich noch nach außen geben werden müssen. Es ist dann immer dieses, oder das, was man häufiger irgendwie hat in solchen, in so einer Art von Software-Design, dass man dann mehrere Ebenen hat, über die wir dieses Observer-Pattern durchziehen. Und das würde ich hier gerne auch ermöglichen. Und deshalb lasse ich auch dem Sound-Manager mal der Einfachheit halber einen Sound-Status-Listener im Konstruktor noch übergeben. Den speichere ich mir auch. Und wer immer jetzt diesen Manager dann entsprechend initialisiert, kann hier auch noch eine weitere Komponente mit angeben, die dann das Ziel für diese Information ist, die der Manager empfängt und dann an jemanden anders einfach weitergibt. Also der Manager gibt jetzt einfach die Informationen, die er von den Sounds bekommt, an einen anderen Listener weiter. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Das müssen wir uns dann vielleicht nochmal in der Retrospektive am Ende anschauen, wenn wir das komplett implementiert haben. Jetzt in dem Fall, ja, glaube ich, dass es die eine oder andere Stelle gibt, an der wir diesem Manager
oder indem wir diese Informationen, die der Manager jetzt im Moment nur hat, nämlich diese Änderungen im Abspielverhalten von den Sounds, dass wir die bestimmt auch nochmal nach außen kommunizieren müssen. Was können wir vielleicht noch implementieren? Wir können vielleicht eine Methode noch implementieren, damit dieser Sound Manager dann auch ein bisschen Funktionalität hat. Und zwar hätte ich gerne eine Methode, mit der wir, wenn wir die ID von einem Sound kennen, also das ist das hier, fängt bei 0 an und hört bei Anzahl der Sounds auf. Wenn wir den kennen, dass wir den Abspielzustand von diesem Sound umschalten können. Die Idee hinter der Methode ist, dass wenn später auf einen Button geklickt wird, wir an der Stelle wahrscheinlich wissen, welche Sound-ID damit repräsentiert wird, weil wir immer mit diesem Proxy arbeiten und da ist die ID drin. Und dass wir über die ID, die wir hier übergeben, dann immer sagen können, ohne dass wir den Zustand von dem Sound, der durch diese ID repräsentiert wird, genau kennen müssen, dass dann der Sound, der durch diese ID repräsentiert wird, entweder abgespielt wird, wenn er gerade nicht abgespielt wird, oder aber gestoppt wird, wenn er gerade abgespielt wird. Also wir switchen den Zustand von diesem Sound mit dieser Methode. Und dazu müssen wir, machen wir uns in der zweiten Methode das gleich, erstmal aus der Array-Liste den richtigen Sound raussuchen. Also sowas wie get sound by ID. Und da übergeben wir die ID und ich mache es mir jetzt ganz einfach. Ich weiß auch, dass man sowas in Java mittlerweile schöner machen kann, mit irgendwelchen funktionalen Komponenten oder so. Aber ich mache es jetzt, weil ich auch weiß, dass das Array oder die Array-Liste wahrscheinlich überschaubar ist. Ganz einfach. Ich schaue mir jeden Sound an. Sound.getID. Und wenn das genau die ID ist, die hier auch übergeben wird, dann gebe ich den zurück. Und wenn ich durch die Vorschleife durchgekommen bin und keinen Sound gefunden habe, dann gebe ich null zurück. Das ist ganz vielleicht nicht die schönste Art und Weise, aber eine Möglichkeit, wie ich aus einer Array-Liste anhand von einer bekannten Eigenschaft das entsprechende Objekt raussuche. Alle anschauen. Und jetzt war ich hier gerade bei JavaScript anstatt von Java mit dem dreifachen Gleichheitszeichen. Aber ja. In anderen Kursen benutze ich JavaScript und das ist ja auch eine sehr schöne Programmiersprache und die sollten viel mehr Leute benutzen. Und wenn Sie JavaScript benutzen, denken Sie immer dran, Vergleiche auf jeden Fall mit den drei Gleichheitszeichen zu machen. Aber das ist ja jetzt ja nicht unser Thema. Wir haben uns jetzt diese Methode gebaut, damit können wir auf eine relativ einfache Art und Weise aus unserer Array-Liste einen passenden Sound suchen. Und wenn ich jetzt den Auftrag bekomme über diese öffentlichen Methode, dass der Zustand von einem bestimmten Sound getoggelt werden soll, schaue ich mir über diese Methode an, gibt es den Sound überhaupt? Wenn ich dann null zurückbekomme, if sound ist gleich null, wäre das ja das Zeichen, wir finden in unserer Array-Liste keinen Sound mit dieser ID und dann können wir wieder ganz normal, oder was heißt ganz normal, über diese Array-Return-Anweisung aus der Methode ausbrechen. Wenn wir aber einen Sound gefunden haben, können wir uns dessen Sound-State anschauen. Das heißt, da schauen wir rein und wenn der Sound gerade abgespielt wird, dann pausieren wir den, stoppen den und wenn er nicht abgespielt wird, else if sound.getState ist gleich sound.ready, dann starten wir dieses Abspielen. Ich habe jetzt hier mal ganz bewusst dieses else if noch reingepackt, weil wir ja
drei verschiedene Zustände haben und ich jetzt hier auf jeden Fall vermeiden möchte, dass ich aufgrund von irgendwie einer nicht vorhergesehenen Verzweigung in meiner Anwendung mal an die Stelle komme, wo diese Methode aufgerufen wird, das Soundobjekt schon in der Arrayliste drin steht und wir aber noch in diesem Loading State sind. Also ich würde dann auch an anderen Stellen von der App wahrscheinlich darauf hinarbeiten möchten, dass dieser Manager überhaupt erst dann verwendet wird, wenn alle Sounds initialisiert sind. Aber um hier ganz sicher zu sein, dass wir nicht einen Sound abzuspielen, der noch in diesem Loading State ist, habe ich jetzt hier mal ganz bewusst diese Zustände einzeln abgefragt. Und wenn der in diesem Playing State wäre, würde es dann einfach entsprechend ignoriert werden. Okay, damit haben wir den letzten Teil von diesem, es ist nicht wirklich die Datenschicht, aber die Nicht-User-Interface-Schicht unserer Anwendung implementiert. Und wir könnten jetzt in unserer Activity uns so einen Sound-Manager initialisieren, den die Sounds laden und da dann fröhlich irgendwelche Geräusche abspielen. Damit es aber irgendwie nutzbar wird für die Nutzer und Nutzerinnen unserer Anwendung, brauchen wir natürlich noch ein User-Interface. Und das wäre dann vielleicht der Teil, den wir in der nächsten Woche implementieren. Denn jetzt ist es schon ein bisschen spät geworden. Und mit diesem Ausblick, dass wir da noch ein bisschen was zu tun haben und uns dann mit dem User-Interface beschäftigen werden, würde ich Sie jetzt in den Feierabend entlassen. Und hoffe, dass wir dann gemeinsam nächsten Montag wieder, das war jetzt heute ja nur wegen dem Sommerfest gestern, nächsten Montag dann wieder gemeinsam an dieser App weiterarbeiten. Dann schließen wir das Ganze mit der Implementierung von dem User Interface ab. Und für die letzten 2 Wochen dann, glaube ich, fällt uns bestimmt auch noch was ein, wo wir dann an praktischen Beispielen Sie noch ein bisschen auf Ihre Abschlussprojekte vorbereiten können. Das war's dann erstmal. Vielleicht, weil ich es am Anfang vergessen habe, noch die organisatorischen Hinweise. Falls Sie aktiv an dem Kurs hier teilnehmen, denken Sie daran, bis Ende der Woche Ihre Themenideen für Ihre Abschlussprojekte einzureichen. Und wir melden uns dann in der nächsten Woche bei Ihnen. Dann kriegen Sie mit, wer von den Tutoren bzw. mir Ihr Projekt intensiver betreuen wird und mit den Leuten machen Sie dann auch alles Weitere aus und wir stimmen dann teamintern das weitere Vorgehen für die Abschlussprojekte ab. So viel als kleiner Ausblick. Nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt aber schönen Feierabend und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.